Willkommen bei Skibas Youngtimer Kaufberatung. Heute wieder mit einem Ami, einem Youngtimer Ami aus den frühen 90er Jahren. Hier mit einem Pontiac Firebird Trans Am aus dem Jahrgang 1991. Hier ein Fahrzeug mit originalen 37.500 Kilometer. Zwar nicht belegbar, aber erschaubar, erfahrbar und erfühlbar. Ich zeige es euch später auch mal im Interieur. Wir haben hier einen 5 Liter V8, einen sogenannten LB91 Motor mit 210 PS und einem Drehmoment von weit über 400 Newtonmeter. Genaue Angaben kenne ich nicht aus dem Kopf gerade, aber gefühlt fühlt er sich auf jeden Fall so an. Wir haben hier ein Fahrzeug in der Farbe Bright Red. Die konnte man optional bestellen, wie auch die Targa-Option. Wir haben nämlich hier einen Targa, man sieht es ja unschwer, mit den zwei Dachglashälften. Und wir haben hier ein sogenanntes WS6-Paket, das heißt ein Spezial-Performance-Paket verbaut, alles ab Werk. Ich habe diese ganzen PR-Codes, die noch hier auf dem Datenträger sind, verifiziert. Und dieses Fahrzeug ist quasi original und auch Matching Number, sagt man ja auch. Insofern eine feine Sache, wer so einen Pontiac Firebird Trans Am sucht, in so einem hervorragenden Zustand, heute quasi nicht mehr zu finden. Also ich persönlich habe so einen in dem Zustand in den letzten 10 Jahren nicht mehr gesehen. Deswegen ist dieses Fahrzeug natürlich auch wert, hier bei Skibas Youngtimer Kaufberatung mal unter die Videolupe genommen zu werden. Und wir sehen auch hier so eine Art BBS-Rad, das konnte man auch optional bestellen. In 16 Zoll, mit 8, also 8x16 mit 245, 50, 16. Eine sehr üppige Bereifung für damalige Verhältnisse. Wir sind ja hier im Jahrgang 1990. Allerdings Modelljahr 91, wie ich das erfahren habe. Und wir haben hier einige Optionen, die ich euch gleich näher bringe, wenn wir im Interieur sind. Hier erstmal für etwaige Interessenten ein kleiner Zustandsbericht. Wir haben den Lack hier gemessen, der ist weitgehend original. Wir haben aber auch diverse Nachlackierungen, was man aber durch den Unilack so nicht sehen kann. Es liegt so im Bereich, im hinteren Bereich habe ich gemessen um die 400-500 μ. Also es ist nichts Weltbewegendes. Hier haben wir eine Macke, da ist der Lack ab. Und man muss ja auch immer sehen, dass diese Autos ja schon, ja, dieser hier speziell, fast 30 Jahre alt ist. Und gemessen an dem ist der Wagen wirklich in einem hervorragenden Zustand. Ich zeige euch auch dann nochmal einen Unterboden. Der ist nämlich auch sehr, sehr gut. Wohl wahrscheinlich auch dann mal versiegelt worden irgendwann. Und hier auf der Beifahrerseite sieht das genauso gut aus. Auch die Felgen mit dem polierten Tiefbett sehen schön aus. Diese Felgen nennen sich sind gepainted in Cherokee ab Werk. Konnte man so bestellen. Und dieses WS6-Paket, was ich vorhin angesprochen hatte, ist eine Sport-Suspension, also ein Sportfahrwerk mit dickeren Stabilisatoren und Gasdruckdämpfern. Und es ist kein GTA, auch wenn dieses Emblem hier draufsteht. GTA wäre oder ist die Abkürzung für Gran Turismo Americano, also die sportliche Abteilung der Amis, zumindest von Pontiac im Bereich Firebird. Und wir haben ja hier, wie man sieht, die dritte Generation. Die zweite Generation ist allen bekannt. Das war dann Jim Rockford, Anruf genügt. Das war die zweite Generation. Ein bisschen beliebter. Und hier die dritte von 1982 debütiert. In dem Film Knight Rider von David Hasselhoff als Kit, der schwarze Pontiac Firebird des David Hasselhoff in der gleichnamigen Serie Knight Rider. Wir kennen ihn alle noch, natürlich in Schwarz mit digitaler Instrumentierung. Die gab es optional auch. Der hat analoge Instrumente, ich zeige es euch dann gleich. Und wie gesagt, GTA war eine Option, und zwar als PR-Code Y84. Der hier hat Y83, das heißt, man hat hier einen 5,7 Liter Motor dann mit 225 PS bis zu 245. Das variiert immer je nach Modelljahr. Da hat Pontiac immer mal nachgelegt, dann nach und nach in den Jahren. Es gab dann auch 6-Zylinder mit 3,1 Liter, die will aber keiner haben in so einem Auto, logischerweise. Und ja, komm, wir gehen mal ins Interieur und schauen uns das mal an. Wer hat denn so Autos gefahren?
damals, naja, also ich würde sagen, so Mitte der 90er, vielleicht war dieses Auto ja so ein bisschen verpönt als Ludenauto, ja, aber wenn dann überhaupt, dann könnte es ja nur Luden gewesen sein, die einen Pony hatten laufen lassen, also weil die Autos ja nicht so teuer waren, die sind also auch ziemlich runtergeritten worden und dementsprechend sehen die heute aus, verrostet, verschrottet, verbastelt und so weiter. Hier haben wir wirklich einen Originalzustand ab Werk, die ganzen Extras habe ich verifiziert. Genau wie das Lederlenkrad. Wir haben Cruise Control, also ein Tempomat. Wir haben Central Lock ist extra, also Zentralverriegelung. Wir haben Fensterheber, Automatik, Viergang, Transmission. Und wir setzen uns mal kurz rein. Genauso wie die Targa-Option. Die war natürlich optional. Und hier steht dann, wenn man das WS6-Paket bestellt hat, Performance Suspension. Ja, dann ist man gut drauf, weil diese Amis haben ja immer noch eine Starrachse hinten, aber dann halt mit stärkeren Stabis. Besseren Gasdruckdämpfern, ich glaube auch ein bisschen Tieferlegung und dann geht's ab. Hier haben wir das Dashboard, ja, Kilometerzähler war auch optional, konnte man so bestellen, denn dieser Wagen wurde im August 1990 von USA direkt nach Deutschland importiert. Seither hatte der Wagen 3 Halter, in 29 Jahren finde ich das nicht so viel. Das ist überschaubar, wir haben auch diverse Rechnungen, also in den letzten 3-4 Jahren sind hier 4.500 Euro an Technik reingeflossen. Wir haben alte TÜV-Berichte, die das auch belegen und wenn man die Reifen sieht, zeige ich euch gleich von 2007 mit 80% Profil, dann sieht man, dass dieser Wagen wirklich nicht viel gelaufen hat und im Jahr 2000, sondern ich habe einen TÜV-Bericht gefunden von 2000, da hatte der Wagen 30.000 gelaufen. Hier haben wir ein Drehzahlmesser. Die 4000 sieht man so gut wie nie, denn wir cruisen hier mit einem Overdrive-Getriebe anscheinend bei 100 km/h mit 1500 Touren. So habe ich es vorhin erlebt. Das war sehr souverän. Wir haben hier Fuel, wir haben hier Batteriespannung, wir haben hier Öldruck, wir haben hier Wassertemperatur, wir haben hier Klima, die geht sogar hervorragend eisekalt. Wir haben hier eine schöne Quadrophonie, ja, sag ich mal, Stereo Amplifier mit 4 Wege-Lautsprecher extra, mit Dekal, Bose-Boxen, was immer das auch heißt. Bose kenne ich, aber Dekal nicht. Klingt aber nicht so. Wir haben hier die Automatik-Gearbox mit auch Belederung, das ist auch extra und haben hier Fensterhebe und den elektrischen Spiegel. Und ja, wir haben hier die sportsitzähnlich konturierten Sitze. Man sitzt hier ganz gut und auch kommod, aber relativ tief. Ja, man sieht ja hier diese mächtige Haube, also der Wagen hat schon was Besonderes, also ich bin jetzt einige Amis gefahren, vor allem die alten, aber der bollert hier ganz gut los und dieser Wagen hat irgendwie einen gewissen Charme und er strahlt auch ein wenig Sexualität aus, wie ich finde. Also deswegen, mittlerweile gibt es ja auch wieder eine große Fangemeinde für diese Generation, der dritten Generation von diesem Pontiac Feuervogel. Und wir schauen uns mal vorne den Maschinenraum an. Den 5 Liter LB91 V8. Auch natürlich ein robuster Motor. Wir haben hier eine Haube aus, nicht aus Metall auf jeden Fall. Die scheint mir, weil die ist ein bisschen instabil, das ist aber so, aus Kunststoff. Ja, und so sieht es aus. Mobil schon mal gefahren, kein 5W50, 5W30. Letzter Ölwechsel in 14 bei 33.000 Kilometer. Sollten wieder mal gemacht werden. Das hier sieht relativ frisch aus. Hier, das ist hier der für die Klimaanlage. Genau. Ja, so sieht halt so hier dieser LB91 V8 aus. Kann ich nicht viel dazu sagen. Es ist relativ trocken hier auf jeden Fall. Die Automatik schaltet nicht ruppig, wie ich finde, was viele auch so geschrieben haben. Ich habe mich ein bisschen informiert vorher. Diese Automatikgetriebe werden schon von Anfang an ruppige Gesellen. Aber ich finde, es geht. Da finde ich die alten Audi-Automatikgetriebe schlimmer, ehrlich gesagt. So sieht das hier also aus. Aha, der hat also auch einen Zahnriemen. Mhm. Dazu kann ich nichts sagen. Hier fehlen übrigens auch die Nebellampen. Die haben wir zwar, die müssen, glaube ich, noch da rein. Die gehören da rein. Die waren übrigens auch eine Option. Hier dieses GTA-Symbol, das sind auch Originale. Und schon schmeißen wir die Hut wieder zu. So, dann, was gibt es noch zu sagen? Ach komm, wir gucken nochmal unter den Boden. Da guckt man auch mal ganz gerne mal hin bei den Amis und der sieht echt gut aus. Also das sieht jetzt nicht verrostet aus, um mal hier einen ersten Eindruck zu gewinnen. Da hinten haben wir ein Hundehäufchen. Differential ist ein bisschen ölfeucht. Aber ansonsten sieht es hier recht ordentlich aus, um mal einen kleinen Einblick zu gewähren. Genauso wie, wollen wir noch mal in den Kofferraum gucken. Kofferraum,
Gucken wir auch nochmal. Wir haben hier dieses typische Schlüsselgedöns, ja, von Amis. Immer zwei verschiedene Schlüssel. Und schon springt es auf. Und das auch hier sieht wirklich hervorragend unverbraucht aus. Also das sieht wirklich aus, wenn hier nie einer was geladen hätte irgendwie. Auch hier der Kunststoff, da ist nichts verkratzt großartig. Das sieht alles aus, ich sag jetzt mal, feini, ja. Was da drunter ist, habe ich noch gar nicht geguckt. Hier haben wir so eine Art Laderaumabdeckung und das ganze Ding geht auch so ein bisschen elektrisch zu. Also er zieht sich jetzt zu. Immerhin für 1990 nicht schlecht. Ja, soweit erstmal hier zu dem wunderschönen, zu diesem Pontiac Trans Am bekommt man hier so ein rotes Lacktäschchen dazu. Da sind dann Bordmappe drin, Bedienungsanleitung und diverses anderes Zeug. Das ist im Prinzip alles soweit original und auch die Türpappen, wenn man die sieht, dann sieht man und man erriecht es auch. Das ist auch ein Nichtraucherfahrzeug, auch wenn man das Lenkrad hier mal guckt, Lederlenkrad. Das sieht wirklich sehr gut aus. Unverbrauchter Zustand, muss ich schon sagen. Und bis dahin, bis zum zweiten Teil, denn ich wollte mit dem Fahrzeug natürlich auch mal gefahren sein, mit euch zusammen. Einen kurzen Fahreindruck verabschiede ich mich erstmal hier von diesem Youngtimer Pontiac Firebird Trans Am, not GTA, but LB 91, 5 Liter V8, original 37.000 Kilometer, im sehr, sehr guten Originalzustand. Und wer sich für so ein Fahrzeug interessiert, sollte natürlich gerne Kontakt mit mir aufnehmen und weitere Fragen werden gerne beantwortet, wie auch Besichtigungstermine und Probefahrten. Insofern sage ich erstmal Tschüss, euer Ralf Skiba von Skibas Youngtimer Kaufberatung. Bleibt am Ball, abonniert meinen Kanal, bis zum nächsten Mal, denn wir haben bekanntlich ja immer schöne Fahrzeuge hier an Bord. Und in Bord haben wir dann den Teil 2 von diesem Pontiac. Bis dann. Ciao, ciao.